Hallo zusammen, hier ist wieder Hotelar und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, das wir uns nur als Kyrianer erspielen können. Und dafür bin ich hier schon auf meinem Kyrianer-Char und einmal hier in der Bastion oben in der Elysischen Festung. Hier stehe ich vor dem Ruhm-Rüstmeister und der verkauft uns einen Haufen lustige Sachen, unter anderem Transmog-Pets, Mounts, Toys, aber auch ein Mount, beziehungsweise sogar zwei Mounts. Aber wir wollen uns heute im Speziellen hier den Phylanx der Reinheit angucken. Der kostet insgesamt 5000 Anima und ihr braucht eine Paktstufe oder Ruhmstufe von insgesamt 23 war es, also sprich nicht sonderlich hoch. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr die Ruhmstufen nach oben bekommt, das könnt ihr über sowohl die Seelenquest als auch die Reservoir-Anima-Auffüllquest hier im Paktsammlung tun. Beim einen müsst ihr einfach 5 bis später sind es dann 20 Seelen aus dem Schlund holen und bei der anderen müsst ihr einfach einmal in der Woche 1000 Reservoir-Anima auffüllen. Das sind relativ einfache Quests. Wenn ihr mit dem Char halbwegs aktiv spielt, solltet ihr das eigentlich mitnehmen können. Wenn ihr natürlich hinterherhängt mit dem Ruhm, habt ihr noch eine Catch-Up-Mechanik, dann bekommt ihr Ruhmstufen ab und an von den Berufungsquests. Ihr bekommt sie vom World-Boss, von Raid-Bossen, wenn ihr sie tötet, habt ihr eine Chance, von BG-Wins und auch von Dungeon-Bossen gibt es eine Chance, dass ihr da dementsprechend ein paar Wins bekommt. Solltet ihr jetzt Probleme bei dem Anima haben, ich habe auch einen kleinen Videoguide zum effizienten Anima-Farmen erstellt. Falls ihr da noch Fragen oder Gedönse habt, dann schaut da am besten als erstes mal rein, denn da erkläre ich schon mal alle Sachen, die ich zwecks Anima-Farmen weiß. Jetzt würde ich sagen, gucken wir uns aber als erstes das Mount an, Phylanx der Reinheit. Wir lernen das einmal und da gibt es ja schon ein paar verschiedene Farbvarianten und zwar gucken wir jetzt mal rein. Phalynx. So rum. Nee. Nochmal. Phalynx. Jetzt haben wir es. Genau. Also, wir haben den Phalynx der Reinheit gelernt. Insgesamt habe ich jetzt schon 5 von 8 von diesen Phalynx-Viechern. Und das Reinheitsviech ist ein, wie hätte es gedacht, relativ weißes, also reines. Eine reine Variante. Das hier ist eine kleine Variante. Mit bisschen weniger Rüstung und Leuchten mit dran. Es gibt dann die Mounts quasi immer in der kleinen Variante und in der großen Variante. Ja? Also hier ist die kleine Variante und die große Variante, die hat dann nochmal so, ja, extra Rüstung bzw. Leuchteffekt. Jetzt muss ich mal gucken. Genau, die große habe ich auch schon. Seht ihr, im Vergleich haben wir hier dann noch so ein bisschen Leuchterüstung an der Seite dran. Sieht ein bisschen cooler noch aus, aber die Grundvariante ist auch schon auf jeden Fall ganz nett. Die coole Variante gibt es dann auf Ruhmstufe 39. Ich glaube, da habe ich auch schon mal ein Video zu gebastelt. Und wie ihr seht, gibt es dann hier auch in verschiedenen Farbvarianten die Phylanxe noch. Dazu habe ich aber auch schon Videos gebastelt. Es ist jetzt aber so, dass man hier noch ein zusätzliches Mount bekommen kann beim Phylanx der Demut. Das können wir uns auch kaufen, theoretisch über, Anima, beziehungsweise da gibt es dann noch eine weitere Ressource. Und das ist einmal hier die dankbaren Gaben. Ich werde mir das jetzt aber nicht kaufen, weil man das auch noch über einen zweiten Weg bekommen kann, über eine Schatzkiste, die man wiederum über einen Anima-Konduktor freischalten kann. Und ich möchte gerne sowohl die dankbaren Gaben als auch das Reservoir-Anima sparen und mir das über die Kiste holen und ja, das Zeug dann halt für andere Sachen ausgeben. Ich werde dann aber nochmal ein Video extra zu dem Mount machen, wenn ich es mir über die Kiste gelootet habe, dann kann ich euch auch zeigen, wo man das Ganze machen kann. Gut, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Zu den anderen Covenant-Mounts mache ich dann natürlich auch noch Videos. Also falls ihr da auch noch Interesse habt bei den Necrolords, bei den Ventir, beziehungsweise auch bei den Nightfee, dann könnt ihr da gerne weiter reingucken. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.